Hallo, ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid und euch für diese Folge interessiert. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, auch herzlich willkommen. Und sollten euch die Videos gefallen, dann abonniert bitte den Kanal. Und wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, werdet ihr auch keine Folgen mehr verpassen. So, was machen wir heute? Wer kennt sie nicht, wer mag sie nicht? Schaumröllchen, das ist heute unser Thema. Schauen wir gleich zu den Zutaten. Und hier seht ihr die ganzen Zutaten, was ihr für die Schaumröllchen brauchen. Ich habe da einen Blätterteig, Eiweiß, Zucker, etwas Wasser, ich habe da die Backförmchen, etwas Butter zum Befetten der Backförmchen, ganz wichtig einen Mixer. Ich habe da jetzt zwei kleine Töpfe, einmal werden wir die Füller über Dampf aufschlagen und hinten machen wir dann unseren Zuckersirup und ein großes Backblech mit Backpapier ausgelegt. Starten wir! So, als erstes werde ich jetzt unsere Backförmchen befetten. Vor dem ersten Gebrauch. Die da hinten habe ich bereits fertig. Es gibt nämlich nichts Ärgerliches, als wenn die Schaumröllchen kleben bleiben. So, und zum Blätterteig. Ich habe da jetzt einen fertigen Blätterteig. Wir könnten den Blätterteig auch selber herstellen, aber das ist ziemlich aufwendig. Können wir aber gerne mal machen, wenn das jemand sehen möchte. Aber das ist wirklich eine aufwendige Sache. Aber ja, wir können es ja mal machen. Aber diesmal habe ich da einen fertigen Blätterteig. Den werde ich jetzt ausrollen. In Streifen schneiden. Dann nehme ich gerne einen Pizzaschneider dazu. Und ich finde es schön, wenn die Teigstreifen schön schmal sind. So, den Backofen habe ich jetzt gerade eingeschaltet auf 180 Grad, also schön heiß. Und jetzt gehen wir her und wickeln unsere Teigstreifen einfach über die Förmchen. Und dann schauen wir, dass wir, wenn wir das Förmchen auf das Backpapier legen, dass der Verschluss möglichst unten ist. Und vor dem Backen kann man, wenn man will, die Schaumröllchen mit einem Eigelb bestreichen. Das tue ich jetzt aber nicht, weil ich sie zuletzt dann mit Staubzucker bestreuen möchte, wenn sie fertig sind. So, und so weiter und so fort. Ich melde mich, wenn ich all die Streifen aufgewickelt habe. Bis gleich! So, ich bin jetzt fertig mit Schaumröllchen wickeln. Jetzt kommen sie in den heißen Backofen für ungefähr 12-14 Minuten, bis sie schön goldbraun sind, bei 180 Grad. So, die Schaumröllchen sind jetzt im Backofen. Die brauchen jetzt noch ein wenig. Wir machen gleich die Fülle. Dazu habe ich jetzt da eine Schüssel. Über Dampf werden wir da das Eiweiß mit dem Zucker schön steif schlagen. Und in dem zweiten Topf werde ich Wasser aufkochen mit Zucker. Das ist quasi dann wie so ein Zuckersirup. Was ich schon fast vergessen hätte, die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos. Oder besucht uns bitte auf unserer Blogseite. Da findet ihr all die Rezepte auch in schriftlicher Form. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. So,
So, unser Zuckersirup kocht jetzt. Das lassen wir jetzt ein, zwei Minuten weiter kochen. So, das passt jetzt. Und dieser Sirup kommt jetzt in unsere Eiweißmasse. Und dann rühren wir die Eiweißmasse so lang, bis sie wieder auskühlt. Und wenn die Masse vollständig ausgekühlt ist, dann sind wir fertig. Und die bleibt garantiert so, wie sie jetzt ist. Die wird sich nicht verflüssigen. Die ist perfekt, um unsere Schaumröllchen zu füllen. Schauen wir mal zu den Schaumröllchen. Schaut mal, sie sehen gar nicht so schlecht aus. Sie dürfen bald raus. Ein, zwei Minuten. So, die Schaumröllchen sind jetzt fertig gebacken. Schaut mal, wie hübsch sie sind. Da haben sich ein paar etwas abgewickelt, aber das macht ja nichts, die kann man noch retten. So, jetzt lassen wir sie überkühlen. Aber nicht ganz auskühlen auf den Backförmchen, weil sonst wird es sehr schwierig, sie von den Backförmchen loszukriegen. Also gerade mal überkühlen, dass man sie angreifen kann. In der Zwischenzeit können wir einen Spritzbeutel vorbereiten. Ich habe da jetzt eine glatte Tülle. Und werde da jetzt meine Eiweißfülle hineinfüllen. So, ein paar Minuten und dann werden wir die Schaumröllchen von den Backförmchen entfernen. So, ich habe jetzt die Schaumröllchen von den Backförmchen befreit. Die Backförmchen einfach mit einem Stück Küchenrolle abputzen und einfach nur trocken reiben und wieder aufbewahren bis zum nächsten Mal und dann klebt es beim nächsten Mal auch garantiert nicht. So, meine Fülle habe ich jetzt in einen Spritzbeutel gefüllt mit einer glatten Tülle. Jetzt können wir die Röllchen füllen. Und zwar, ich fülle sie von einer Seite aus. Damit kann ich sicherstellen, dass sie in der Mitte auch voll sind und nicht ein Luftbläschen drinnen bleibt. Und als Deko kommt jetzt noch etwas Staubzucker drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar oder über ein Like freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns bald. Tschüss!